Unterwegs. Heute ist Tag 17. Tag 17 vom Suju-Kalender. Nee, nicht Suju-Kalender. Vom Super-Duper-Suju-Kalender. Heute ist ein Tag, wo ich mir gedacht habe, wie wäre es wieder mit einem New Balance-Schuh. New Balance ist ja eine Marke, wie ich schon oft gesagt habe, die mir recht nahe ist, weil das die allererste Firma war, die auch an mich geglaubt hat und mit mir die allererste Kollaboration, die ich jemals gemacht habe, gemacht hat. Und mein Beitrag für Tag 17 wäre der New Balance, Hände ans Steuer, Hignett, der New Balance 1300er. Das ist der Made in USA. Das Ding ist ein Brett, sicher kann man meckern und sagen, das ist von der Materialwahl relativ einfach gehalten. Nubuck und Mesh, aber der Schuh ist Made in USA, das darf man nicht vergessen. Und diese Made-in-USA-Dinger sind natürlich schweineteuer gewesen, aber sie kommen auch ganz, ganz selten raus. Das heißt, es ist echt schwer, an so einen Schuh ranzukommen. Das ist wirklich so etwas, wo ich mir jedes Mal wieder sage, ich finde es toll und sympathisch. Ich packe den mal weg, damit ich auch beide Hände am Steuer habe. Ich finde es super sympathisch, dass eine Marke heutzutage es noch schafft, in Amerika zu produzieren, aber auch in Europa, in England zu produzieren. Natürlich gibt es auch Produkte aus Asien, aber konsequent an seinen Produktionsstätten noch festzuhalten, das ist etwas, was man wirklich loben muss. Und da bin ich auch gewillt, gerne mehr auszugeben und kaufe dann vielleicht mal einen Schuh weniger, aber dafür einen, wo ich weiß, hey, das ist mal was Vernünftiges. Ich hoffe, es war jetzt nicht allzu dunkel. Ich fahre mit euch durch dick und dünn, durch Tunnel, durch und so weiter. Ja, das war es ehrlich gesagt schon, der 1300er Made in USA von New Balance. Meine wärmste Empfehlung an euch, wenn ihr wirklich mal was Zeitloses haben wollt, dann ist das auf jeden Fall eine gute Wahl. Das war's schon für Tag 17.